Gut, Leute, wir sind zurück bei Altes Live, voll Epic. Es geht weiter. Es ist gerade etwas so Spannendes am Laufen. Die Bankverhandlungen, ja, die sind hinüber. Der McManus hat uns leider zu lange warten lassen und dann haben wir die ganze Bank in Schutt und Asche gelegt. Das Geld verbrannt und... Frauen ja, Bei uns ist gerade ein Offroader vorbeigefahren, ey. Wir hassen es halt zu warten. Ja, hab ich auch gesehen. Habt ihr doch noch einen Hellcake, McManus? Sollen wir den rapen? Nee, wir kommen zu euch einfach. Oh, ja, der rapen. Offroader kommt euch gleich entgegen. Ja, hier war... Soll ich ihn schreiben, dass wir den Hunter haben wollen? Ja, schreib mal. Ja, wir fliegen die ganze Zeit drüber, also wir müssen nur auf unseren Punkt achten. Achso, ja gut, das ist noch ein Schritt. Ja, dann warte noch kurz, Dadurch. Was soll ich ihm schreiben? Scheiße, keine Nachtsichtbrille. Die schnicken Boys sind da, gib uns unseren Hunter oder so. Das wird in der Nacht jetzt echt Käse, ne? Wenn wir dann hast du Nachtsicht? Ja, ich hab Nachtsicht. Ich nicht. Ich muss schnell Kavala Magra zu holen, eins. Dann mach ich da noch. Ist der jetzt überhaupt noch unter uns? Ja, ne? Wir sind gleich da, ne? Ich will mal kurz was essen. Eine Bratwurst. Das würde auch Eblali jetzt freuen. Da kenn ich schon noch nie geguckt. Ich hab den Ball getroffen, hab ein Foto mit ihm und Autogramm. Hast du geschrieben irgendwas, schon, Buki? Ja, wir wollen ihren Hunter, also bitte stehen bleiben. Wow. Wir wollen ihren Hunter, bitte stehen bleiben. Ja, er kommt euch gleich entgegen, Alter. Der fährt immer noch die Straße lang. Okay, fuck, wie kann ich im Auto was essen? Ich hab's gerade nicht in die Kette. Z? Okay, komm. Okay, ihr trefft in 100 Meter aufeinander. Ja, okay, land hinter ihm, das war ihn. Ja, wo denn? Er kommt gleich. Oh, kommt ihr euch? Natürlich. Da sind sie. Er stehen geblieben, pack ihn ein. Lande doch mal endlich. Ja, ich lande gerade. Das dauert ewig bei der Höhe. Der ist ausgestiegen. Sollen wir auch aussteigen? Ja, ich lande gerade, fuck. Das dauert noch kurz, wir sind noch bei 400 Metern. Wer ist das? Ich sehe das nicht, ich kann es nicht erkennen. Ist eingestiegen wieder. Ich dreh mal lieber Buki, bevor die gleich auf uns ballern, ne? Ja, wer wirft? Ja. Nö. Warum schießt du? Komm, Streifenblatt. Darfst du das halt? Oh Gott, lade! Ja, der ist nicht platt, mach auf! Ich hab mich abgeschlossen. Kann ich einsteigen? Nee, jetzt ist wieder offen. Steig rein. So affig ist das mal wieder, wie wir es immer wieder verkacken. Ja, Junge, ich habe dreimal mit der Lynx auf den Reifen geschossen, ne? Aber der Ifrit ist schneller, also es passt schon. Ja, folgen wir dem einfach hier. Hey, ihr könnt ja Luftaufklärung machen, wir verlieren den ja nicht. Ja. Ja, okay, wenn es dunkel wird, durch die Sirenen ist recht nicht. Ja, vor allen Dingen wollen die uns wahrscheinlich auch noch irgendwie ablenken oder sowas, weil Crabs und so da bestimmt nicht drinnen sitzen. Wer ist denn da drin dann? Da doch. Ja, vielleicht sitzt Crabs noch mit drin, aber ich glaub's nicht. Ja, also einer, gerade eben ist nur einer ausgestiegen. Nietet den Hunter um, ne? Dann hab ich dreimal mit der links auf dem Reifen geschossen, aber irgendwie ist dann schon... Okay, wir holen auf. Ja. Schön reinknallen, aber der fährt nicht mehr Vollgas, oder? Ich glaub auch nicht. Der Ifrit fährt auch irgendwie nur noch, fährt ja 10 km/h schneller. 20 Schuss. Okay. Rami. Ja, das war jetzt... Goll. Geil. Das hat gerade was geleckt, ja. Ja. Der hat den Leckhack angemacht. er biegt ab. Tricky. Assi. Er will den Berg da hoch. Verfolgt den Hunter, wenn ihr es könnt. Schreibt Daluka. Was? Ja, Daluka hat gerade geschrieben, verfolgt den Hunter, wenn ihr es könnt. Ja, machen. Kein Problem. Ich denke gerade an die Aussage vorhin. Ihr. Einfach damit wieder. Machen wir ihr. Mann, das ist mal ein Vorsprung. Ja, jetzt hinter dem Berg steht die ganze Mannschaft. Wir haben noch irgendwas vor. Das ist auch interessant. Ganz ehrlich, ist scheißegal, was du meinst. Ist Hauptsache interessant. Ja, Hauptsache, wir haben was zu fahren. Komm, Spaß. Land doch, dann könnte ich. Also einholen wir dann eh wieder. Nee, tut lieber spotten, ey. Ja. Dass wir den nicht verlieren. Und vor allen Dingen, falls noch irgendwie. Das D-Sync da. Der D-Sync. Der D-Sync, toll, bevor er dahin darf. Oder? Ach, dahin ist er wieder. Ja, das ist immer geil in Aufnahmen, auch wenn man das sieht. Ich denke gerade schon, so macht er so einen Sprung. Schon. Mit dem Geländewagen wäre in den Reifen schon 50 Mal hier am Arsch gewesen. Ja, und jetzt. Das ist ein sehr robustes Fahrzeug, ne? Ja. Der Ifrit so. Bloß der kippt ziemlich schnell um, muss man aufpassen. Ja, aber das Fahrzeug. Was ist das vor uns? Das ist ein kleineres Modell, oder? Das ist ein Hunter. Der Ifrit fährt ungefähr 18 km/h schneller wieder. Machen die Alter, wo führt der uns hin? Der will gleich wieder zurück nach Kavala, der ist irgendwie gedreht. Nee, nach Kavala fahren wir nicht. Wir fahren wir entfernen uns von Kavala. Ja, stimmt, wir fahren Richtung Rebellen. Oh.
Ich meine, ein Voice-Chat quatschen, bleiben sie stehen. Der Kuh ist aber, glaube ich, ein bisschen schneller, oder? Nee, ich bin okay, jetzt fährt er auf die Straße, jetzt fährt er auf die Straße. Ich bin direkt hinter dem. Also jetzt irgendwie musst du den jetzt... Schreib dir nochmal, der soll anhalten. Fahrzeug-Channel gilt auch nur für das Fahrzeug, in dem du gerade drin genau. bist, oder? Ja. Okay. Ja. Kannst du nochmal, schreibst du nochmal? Kann ich machen. Was hast du wieder? Das muss ich sehen. Was? Er fährt gerade auf Seite. Oh Gott, okay. Bitte bleiben Sie stehen. Das ist genau dadurch. Ja, stehen bleiben. Tja, ich guck mal, wo der hinfährt. Ich verfolge es mal auf der Karte ein bisschen. Ja, Richtung Rebellenlager, ohne Spaß. Es ist nicht mehr weit. Ja, ihr müsst den jetzt kriegen. Berg runter kriegt ihr den doch bestimmt. Oh, oh nein. Auf. Alter. Komm. Oh, knapp. Jesus. Aber das Blaulicht wird richtig nervig, wenn es jetzt dunkel wird. Ey. Ja, aber dann sehen wir den doch wenigstens gut. Ja, aber... Ja, das stimmt. Aber Night Vision ist richtig scheiße im Blaulicht. Ja, ich habe vor allem keine Night Vision. Ich bin gerade schon am überlegen, ob ich ein bisschen vorfliege. Dann mit Buki lande und dann auf ihn baller. Ja, das landet irgendwo hier auf dem Hügel oder sowas. Ja, du musst ihn halt ein bisschen einkesseln, so. Das ist am besten. Guck mal, der fährt doch sowas langsam den Berg hoch. Land auf dem Berg. Ja, ich flieg noch ein bisschen vor. Ja, wenn das nicht in, wir rammen den aber in welche Seite. Richtung fährt denn der jetzt? Der war aber auch der nur dreht wieder, Seite. Oder? Der dreht wieder, ja. Der wird euch sehen. Der fährt wieder zurück in die andere Richtung. Gott, bei wem ist da gerade ein LKW im Hintergrund? Oh, ein Zug oder nicht so. Nicht bei mir. Philipp. Okay, auf. Entschuldigung. Der hält uns einfach nur hin. Ja, ist so. Aber wir waren auch eine interessante Folge, weil wir da 6 Minuten pures Verfolgen. Wir waren einfach verfolgt, ich sag scheißegal. Ja, ist doch auch was Lustiges. Wir fahren irgendwie mehr Auto, wie dass wir schießen, ey. Auch letzte verfetzten Folge. Ja, die ersten 3 Fahren waren ja schon ganz gut bei mir. Ist ja auch die Abwechslung drin. Straßenrennen gemacht. Es ist einfach manchmal bei Altes so, dass nichts passiert. Das kann einfach mal vorkommen. Vor allem je nachdem, in welcher Gruppe du bist. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt wirklich, in der Mentor-Gruppe drin bist, da passiert immer was. Oder in der Gruppe. Ich meine, wenn du natürlich wenn wir in so einer Randgruppe sind, in so einer kleineren, ist ganz klar, dass da halt, ja, ist halt alles was niedriger. Ey, das gibt's doch nicht, dass der einfach so flüchten kann. Ja. Ja, was sollen wir denn machen? Rammen. Ja. Rammen. Ja, der war einfach halt auch gut, ne? So ist es. Ich meine, der Hunter ist zwar langsamer, aber der hält halt aus und der kippt nicht so schnell um wie ich. Ich muss halt aufpassen, dass ich aber mich nicht hinlege. Aber der hält doch genauso viel aus, oder? Ja, ich glaube, der Hunter hält ein bisschen mehr aus. Ernsthaft? Der Hunter hält nicht. Ich glaube schon. Der so viel, weiß nicht. Wenn wir es halt durch umkippen, sind wir am Arsch. Ich habe keine Reparatur mit dabei. Boah, nee. Das sieht jetzt echt komisch aus, Alter. Wenn das so dunkel ist und du blau-rot, als wenn du auf LSD wärst, oh. Das wäre echt schlimm. Du auf einen Epileptiker. Oh, Ralf ist orange. Oh ne, jetzt kann er abhauen. Ja, wir sehen den ja 3 Kilometer weit mit seinem Schwimm, glaube ich. Ja, trotzdem holen wir den nicht mehr auf. Verdammt, ey, wo sind wir denn jetzt? Ja, gleich im Rebellen. Da können wir das doch reparieren, oder? Ja, der fährt ja noch. Doch, da gibt's auch Werkzeugkits, ne? Ja, wir haben auch dabei, also. Oh Gott. Und will nicht einer reparieren? Nee. Nee, das, wir fahren ja. Das ist schon. Haben wir das gerade wirklich mit TT angelegt? Das ist wirklich schlau. Ja, Jodo, ne? Schreck Geld. Hashtag Schnicke Boys. Hashtag Schnicke Boys, voll dumm. Cool. Du musst mal stehen bleiben, der Lappen, ey. Wenigstens fährt der. Also. Ja, was ist denn das, ey? Feine 3 Schlachten. Wir jetzt einfach mal schnell, okay? Ja, was willst du denn machen? Wir haben eine Sniper, Alter. Okay. Quer durch die Lande, Obwohl. Ja, scheißegal, jetzt versuchen wir es. Komm, jetzt Lappen. Oh. Den Berg da vorne. Muss man den von der Seite raus, oder geht das nicht? Oh, genau. Ich hasse, dass der Heli immer so hoch fliegt, ne? Wir müssen eigentlich so richtig mit so einem Sprung in die Seite fliegen. Boah. Jetzt komm schon! Achtung, hier sind Bäume, ne? Das ist voll der Panzer, ey. Ja, die kamen bei mir jetzt gerade erst. Du landest einfach direkt in Bäumen. Wir sind ja Rebellen, Alter. Gerade. Lol, der rammt dich. Ja, wir sind jetzt beim Rebellenlager, okay. Oder? Lol. Ja, hier sind jetzt welche, die schießen auf uns hardcore. Okay, von allen Seiten, hier. Auch von hinten, die sind da mit dem Fried. Ja, und dann ist es im Arsch. Ja. Soll ich wegfliegen? Er kommt zu uns, Alter, helft uns. Ja, warte mal, lande ich irgendwo auf dem Hügel und dann snipern wir die weg. Soll ich aussteigen? Weil einer rennt da. Boah, den würde ich zu gern haben, aber ich weiß nicht, wo die noch sind. Ich glaube, die sind überall in den Gebüschen verteilt. Ich weiß es gerade auch nicht. Ja, vor uns sind auch noch, Alter, die sind überall. Ach, die sind so am Arsch, ey. Die sind so am Arsch. Einfach noch ein Stück, ey. Komm, wir steigen schnell aus. Oh, nein. Warte, noch ein Stück. Jetzt kann ich drehen. Soll ich erleben oder nicht? Oh. Ich glaube, die haben auf uns geschossen.
Ich steig einfach auf, scheiß drauf. Ich bin ausgestiegen. Ey, wir werden es eh wieder verkacken, haben wir 0 Kohle. Ich bin instant tot. Ernsthaft. Ja, ich bin ausgestiegen, weil direkt. Nein! Oh. Scheiße. Ja, Debito hat uns gekillt. Läuft bei uns. Total. Es war so, es war so klar eigentlich, dass aber. Debito ihn getötet hat, ne? Also komm, sei stolz auf dich. Hallo, Debito. Okay, wir holen uns die wieder. Es war halt schon klar, dass wir einfach sterben werden. Aber es war nur so. Sind wir wieder buchstäblich nackt, oder? Von dem Equipment her. Leider. Aber ihr seid ja noch unterwegs mit mir. Ihr holt uns einfach und. Ja, wo bist du? Wir sind jetzt gerade ausgestiegen. So, ja, dann knallt's alle weg, ey. Ihr habt doch Cypher und Nightstalker, Alter. Gib den Hard. Warte mal. Wo spawnen wir denn jetzt am besten? Attira. Okay, wir müssen defensiv bleiben, ne? Du weißt, ich kann nichts, ja? Gewöhnlich dich dran. Warte, ich muss mir jetzt eben den Posten markieren. Bin auch in der Tiere gespawnt. Brauch jetzt die Entfernung, Alter, sonst... Ja, perfekt, ich hab hier einen. Ja, ich auch. Die sind da alle voll offen rumgerannt, eigentlich. Ich bin ausgestiegen, war direkt tot, ey. Das war soll ich den holen? Soll ich den holen? Ja. Aber also, ich meine, ist ja jetzt gestorben, man darf sich doch jetzt gar nicht mal einmischen, oder? Wie war das? Ja, ihr nicht. Na gut, wieso kann ich den nicht treffen? Ich hab den gerade voll den Headshot verpasst. Aber wir können auch was anderes jetzt machen, oder? Oh, bad. Lol. Was soll man da machen? Hä, ich sehe jetzt gerade gar keine. Einfach hinterm Gebüsch bleiben, damit die dich nicht sehen. Und immer zwischendurch versuchen, einen Spot zu wechseln. So was zu essen holen. 98 Leben. Scheiße, weil ich gerade irgendwie mich verletzt habe. Fahrzeugshop, ja, nee, danke, das brauche ich nicht. Bankautomaten. Da, ja, das sind welche Miefen. Das Geile ist, 300.000 sind, 380.000 sind ja einfach weg, die ich hatte. Das ist das Problem. Ah, das Scheiße jetzt. Ich hab einfach oh Gott. Lol. Oh, ich bin nicht so gut. Ich dachte, ich wäre tot, Alter. Ich hab mich richtig erschreckt. Warum jetzt? Warten, bis er kommt, oder? Ja, weiß ich halt auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ja, ich bin ein bisschen nach links gegangen. Ach, da, okay. Ja, jetzt brauche ich hier gerade nur noch den Typen. Wir können diesmal komplett die Position wechseln. Wir können einfach versuchen, auf die andere Seite zu kommen, oder? Um mich zu verwirren. Ah, guck mal. Nein, jetzt bin ich da runter, jetzt habe ich noch 95. Ja, wir wissen halt auch nicht, wo die... Ja, guck mal, die ballern auf uns. Bleib hinter dem Gebüsch. Oh, die sehen uns, die wissen, wo wir sind. Okay, was machen wir jetzt? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt sag ich, verpisst euch und kommt zu uns. Nein, das wird so einfach. Ja, wir nehmen ja eh nicht auf, wir stehen jetzt hier rum. Und hä? Ich nehme doch auf. Aber dann. Was machen wir denn jetzt? Könntest du nicht kurz anfangen aufzunehmen? Nein, kommt ja mal. Ja, das wir können hier jetzt nicht weg, wenn wir losfliegen, dann haben die uns, schießen die uns runter. Guten Tag. Dann wäre es mal eine krasse Aktion, Alter. Dann würden wir endlich mal hier was Vernünftiges hinkriegen. Lauf hier nicht so rum, Buki. Bleib jetzt mal ein bisschen stehen. Hier ist gerade wer. Wer ist denn das? Der Edward East. Der Edward East. Na, alles klar? Ja, den Mighty. Was brauchst du so lange? Dann ist wer? Weiß ich nicht. Ja, einer so. Zeit aus dem Versteck zu kriechen. Lol. Haben die dich? Nein. War nur sehr eng. Okay, die fahren los. Bleib im Gebüsch. Ey, aber mir backt diese Anzeige immer so krass rum irgendwie. Ich blute. Oh, okay. die sind in der Nähe von uns. Ja, das ist das Problem. Was machen wir, Alter? Wäre lieb. Jetzt haben wir da. Ein bisschen kann ich dir helfen, so erste Hilfe mäßig. Ach du Scheiße! Was machen wir? Die sind direkt neben uns. Wäre super. Guck mal, ich habe auch dreimal mit der Lynx auf den Reifen vom Hunter geschossen, nichts passiert und die schießen da ein paar Mal und der Reifen von liefert das auch mal. Die sind über den Fluss gefahren. Rally up! Toll. Geil! Die sind einfach über mich, diese solche Spackos! Ich bin tot. Mann, ey, das ist doch scheiße, wie die das auch machen. Die haben dich übergefahren, ne? So richtig Noob-Style. Das ist echt scheiße, ey. Einfach ins Gebüsch reinkommen. Egal, die werden wir schon erwischen. Ist das überhaupt erlaubt? Man darf doch eigentlich gar nicht überfahren. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das hier geregelt ist. Ah. Das ist echt mies, oder? Philipp? Ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir nichts mehr. Da kommt noch ein Tier. Da haben wir jetzt einen neuen Heli. Können wir farmen gehen, so wie es bei uns momentan ist. Oh Mann. Schon Geländewagen. Ich finde gerade einfach den Shop-Typen nicht, wo ich mir was Richtiges gönnen kann. Boah, das ist doch schon wieder übel kacke, ey. Ja, Mann. Wir haben nicht mal Geld für eine Waffe. Voll.
Ja, ich hab noch 8 Millionen. Ich hab noch 2 Millionen, ne 3 Millionen. Ich hab noch 4 Millionen. Chrisata schreibt mir gerade, ob wir Hilfe brauchen. Nö, jetzt sind wir tot. Ja, doch, wir können jetzt zusammen 40 pflücken gehen. Ja, wollen wir gleich mal versuchen, mit dem Polizisten zusammen die TT-Leute umzubringen nach 10 Minuten? Achso, darf man 10 Sekunden sich nicht einmischen, oder? 10 Minuten dann, ne? Ja. Ohne Spaß, warum finde ich den Typ? Ey, ohne Spaß, wo ist der Typ hier, wo ich mir Nachtsichtgerät, alles mögliche kaufen kann? Ich finde den einfach nicht. Bei Ding, Das ist der Händler hier auf der Map. Händler. Ach, das riecht mich gerade auf, weil wir einfach nichts hingekriegt haben, mal wieder. Ja, aber das, guck mal, Bug, wir wären die jetzt nicht zu uns gefahren und hätten die uns überfahren, ne? Das, dann... Ich meine, Problem ist für meine Aufnahme, das ist zum Beispiel total Käse. Es war halt auch total logisch, dass sie da uns einfach nur dahin locken und uns dann da kaputt ich hab's schießen. Ja gesagt. Aber was hätte man sonst machen sollen? Einfach wegfahren wäre auch langweilig gewesen. Aber dass wir den echt nicht bekommen haben, der hatte echt irgendwie... Ja, aber guck mal, das verstehe ich nicht. Guck mal, ich habe 3 Schüsse mit der Lynx auf den Reifen gegeben von dem, ne? Und dann haben wir den noch die ganze Zeit gerammt und das Ding fährt alles weiter. Und dann wir kommen dahin, ne, kriegen ein paar Schüsse ab, unser Reifen ist am Arsch. Ja, vor allen Dingen, das Dumme ist halt auch, die haben halt noch einen korrupten Cop auf ihrer Seite. Hm. Nee, echt? Ja. Also, wie viele sind das eigentlich? Ist TT, diese ganzen Anonymous, Reifinger, Crabson und dann noch Deadsheep, Kapuzenwurm, die sind die auch da drin? Ja, ich muss mir etwas zu essen holen. Ja, die gehören auch alle dazu. Alle immer in einer Gruppe, das ist voll unfair. Da kann man einfach als kleine Gruppe nichts erreißen. Nee, stimmt schon, das ist scheiße. Wollen wir gleich Äpfel pflücken gehen? Hey, lass mal Kavala fahren, ey. Und was wollen wir da machen? Das ist doch kacke, ist das doch schon wieder, ey. Lass uns gleich mal wirklich gucken, ob wir mit der Polizei zusammen TT umlegen können nach 10 Minuten. Nee, nennt man denn jetzt hier irgendwo auch den Typen für die Klamotten oder wo ist der denn? Ja, steckt doch erstmal alle bei mir ein und dann. Soll ich sagen, auf was ich hart Bock hätte, wäre einfach mit einem ganz normalen Auto da reinrasen und jemand umzunieten. Ja. Man wäre zwar asozial, aber guck mal, was die gemacht haben, war doch genauso scheiße. Ja, okay. Wir suchen die jetzt nicht, wir fahren mit dem Auto durch. Echt? Ja, das war jetzt echt doof, dass die da mit dem Auto durch... Die wussten ja ungefähr, wo wir sind, ne? Ja, und, das ist genauso. Guck mal, da ist ein Ameisenhügel. Kippen wir kochendes Wasser rein. Das ist... Hm. Ja, Chris, komm. Wollten wir nicht... Ja gut, wollen wir die Folge dann nicht... Ja, wir können doch erst noch... Nein, schon so. Wir können doch zum Klamottenladen erstmal und dann nochmal hierher. Ja. Okay. Ja, ich muss es auch noch regeln, dass ich jetzt in der Gruppe bin, wo wirklich was passiert, weil das kann ja auch nicht sein. Ich meine, das ist total kacke. Ich gucke dann echt erstmal im Sachsen Let's Play, dass ich da frage, ob das da okay ist, weil der meinte das ja auch. Da frage ich ihn nachher mal, weil das ist ja total blöd. Vor allem die Kopfgelder, als Kopfgelder hat mir ja wirklich, die hatten sich ja schon einen Plan überlegt, die haben sie ja ausgeführt und der Geeks gehört. Das war ja auch echt witzig, auch wenn das natürlich im Endeffekt nicht ganz so geklappt hat, weil dann ein Fehler war, dass man mich nicht gesehen hat. Also ich habe das Opfer gespielt und mich hat man nicht gesehen auf der Map, bis ich mich bewegt habe. Dann haben sie mich gesehen und ja, kein Plan, da war das ja, aber jetzt haben wir 2 Folgen, wo wir einfach nur so rumgefahren sind. Wir hatten zwar einen Plan, aber es ist nichts wirklich draus geworden. Nö, bei beiden. Einmal Banküberfall gescheitert, weil einfach zu wenig Cops online waren. Und jetzt eben dieser Kack, der einfach... Das hätte uns aber Mentor eigentlich auch sagen können, oder? Ich meine, der müsste es ja eigentlich wissen. Ja, ich denke mal, das wusste der jetzt auch nicht. Das wusste bestimmt nur Sachse. Ich habe einfach zu wenig Geld, Alter. Ohne Spaß jetzt. Ich bin auch scheiße im Kopf. Brauchst du was? Ja, wäre ganz gut, wenn du mir was geben kannst, damit ich mir zumindest einen Rucksack etc. holen kann. Wo bist denn? Draußen, oder? Aber das ist, man hat halt, guck mal, wir sind die einzige andere Gruppe hier auf dem Server, ne? Und die ganzen anderen Leute, die hier mitspielen, sind alle in einer Gruppe. Ja, das ist scheiße. Ich meine, kann man dann nicht locker jetzt, 2 machen noch. Außer noch die Rentner. Ich meine, dann könnten die hier auch so eine Art Team Deathmatch machen, anstatt altes Live zu spielen. Ihr könnt ja, fragt nochmal den iGapsi, der könnte doch bei euch mit reinkommen. Ich bin ja sozusagen jetzt nur zu Gast da, weil die Cavies ja nicht da waren. Ich meine, ihr könnt ja gerne den iGapsi, von der sucht ja noch eine Gruppe. Ja, können wir gerne machen. Wir haben halt eigentlich normalerweise auch noch 2 andere Leute, bloß der eine spielt seit 3 Wochen oder so nicht mehr mit und der andere hat konnte heute nicht, weil er für den Führerschein lernen musste. Alle drin? Ja. Nee, nein, ich bin noch nicht drin. Ich guck grad noch was. Ich bin grad noch am Shoppen. Ja, vielleicht müssen wir uns mal für uns was überlegen, so ein Roleplay-Konzept oder so irgendwas anderes, irgendwas anderes machen. Könnt euch ja auch noch mit Mentor und so absprechen, das ist ja... Schreibt es mal in die Kommentare, was sollen wir machen? Ja, aber es ist wirklich so, es gibt doch eigentlich nur noch Rentner und wir machen nichts.
Die rennen das nämlich auch nie, ey. Wir machen was, bloß es wird einfach nichts, weil wir keine Chance haben. Hier, wenn wir dauerhaft die Rentner killen würden, wäre es auch total kacke. Ja, das Problem ist ja auch, die sagen ja, die haben ja den jetzt bei den anderen zum Beispiel eine größere Priorität gegeben als uns. Das war ja auch nochmal so eine Sache, dass unser Plan, wenn sie wenigstens gekommen wären kurz, um dann zu sagen, ja okay, gut, ne. Aber ich meine, das war für uns ja auch doof. Wir hätten ja nicht da jetzt, sag ich mal, eine halbe Stunde warten können, bis da mal jemand aufkreuzt. Das sind ja für uns auch die Aufnahmen, die dann nicht funktionieren. Oh, das war bei uns beim Banküberfall doch auch, nicht beim Banküberfall. Läufst denn du hin, Alter? Ach, sorry, ja, ich... der Plan. Ja, das war beim Banküberfall genau dasselbe beim letzten Mal. Bei der Geiselnahme war es noch extremer. Da haben wir doch eine Geisel und haben eine Dreiviertelstunde gewartet, bis irgendjemand einmal gekommen ist, um uns dann, keine Ahnung, so 50 Donuts zu geben und keine Ahnung was. Ja, ohne Witz. Ja, man sollte sich vielleicht einfach ein besseres Konzept auslegen, sag ich mal, nicht nur für Donuts, sondern etwas Lukrativeres. Erstmal, ich meine, guck mal, wir haben Geeks entführt. Wir haben uns wirklich eine Falle ausgedacht, also dass wir dann gesagt haben, wir simulieren ein Auto und vielleicht etwas Spannendes, was auch, das, außerdem wurde das ja auch ein bisschen abgesprochen, alles ist ja viel besser. Also das ist, bei uns war es ja nicht nur, dass wir Donuts gefordert haben, das habe ich jetzt eben nur gesagt, aber wir haben halt auch noch Visierung, blablabla. Ja, da sind die Kelbis jetzt, die beiden. Und wir hatten zum Beispiel, ach lol, so sind jetzt da, die Kelbis? Ja, die sind gerade da, ja, aber ich mache das jetzt mit euch ja zu Ende. Ja, auf jeden Fall, ja, okay, gut. Es ist halt so gewesen, die machen da, auch beim letzten Mal, da war ja einfach nur willkürliches Deathmatch irgendwo zwischen TT und den Cops. Ja, wir wussten davon gar nichts. Ja, erstens das und zweitens, wir haben uns da was ausgedacht und wir wurden halt einfach so, ja, nicht beachtet. Obwohl wir halt was gemacht haben, was irgendwas mit Roleplay zu tun hatten und die haben sich dann nur so umgebracht. Ich weiß, die sind irgendwie im Krieg, aber trotzdem. Gut, wollen wir die Folge dann jetzt hier am besten mal cutten und dann die neue wieder starten, wenn wir dann irgendwas jetzt uns ausgedacht haben, jo. Weil das bringt jetzt nichts weiter zu labern. Gut, soll ich aber das Outro machen sozusagen? Ja, mach das. Ja gut, Leute, dann, auch wenn nicht viel passiert ist in den letzten beiden Folgen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, über den Daumen nach oben, würden wir uns natürlich freuen und dann sehen wir uns im nächsten Part von Altes Life Epic wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Ciao. Tschüss.